Moin Leute, Venomems ist wieder weg und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video auf meinem Kanal, Freunde. Bevor das Video beginnt, nochmal kurz zur Ankündigung, ich habe es ja bereits gestern im Video schon erwähnt. Ihr könnt mir auf jeden Fall an der Stelle nochmal Fragen in die Kommentare über mich oder generell reinballern, die werde ich im Abo-Special dann beantworten oder ihr schreibt es mir einfach auf Instagram, dort lese ich mir auch alle Fragen durch. Dann beantworte ich vielleicht eure Frage im Video, ansonsten würde ich sagen, starten wir mit dem heutigen Video rein. Und zwar geht es heute mal um das aktuelle Casino-Auto wieder, und zwar ist es der Easy Classic. Zuerst werde ich euch zeigen, wie ihr das Auto gewinnen könnt, denn da habe ich auf jeden Fall eine Taktik, die meistens auf jeden Fall funktioniert. Einige von euch werden sie schon kennen, einige aber nicht. Und anschließend schauen wir uns den Easy Classic mal an, was man da auf jeden Fall tun kann und ob sich der Wagen überhaupt lohnt. Ich würde sagen, wenn es euch gefällt, zeigt es mir gerne wieder einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Und jetzt starten wir rein mit dem Video. Let's go! Ja Freunde, wie bereits angekündigt, werden wir uns jetzt erstmal das dieswöchige Casino-Auto abholen. Dafür gehen wir jetzt erstmal ins Casino, schauen erstmal, was wir da überhaupt für ein Auto am Start haben. Und danach werde ich euch mal eine Taktik zeigen, wie ihr das Ganze bekommt, beziehungsweise wie ihr die Wahrscheinlichkeit erhöht, um das Casino-Auto zu gewinnen. Erstmal haben wir hier diese Woche den Easy Classic am Start. Ich muss sagen, ist nicht gerade mein Lieblingsauto. Wenn ich ehrlich bin, fand ich die Autos die letzten Wochen oder Monate immer besser. Mit Abstand also meiner Meinung nach eines der langweiligsten Casino-Autos, welches wir haben. Ändert aber nichts daran, dass wir das Auto jetzt gleich gewinnen werden und mal schauen können, was wir damit überhaupt machen können. Also was wir daran tunen können. Wie ihr wisst, mache ich ja jede Woche das Video, in dem wir eben das neue Casino-Auto uns holen, das Ganze anschauen und ein bisschen tunen und ich euch eben vorher zeige, wie ihr das gewinnen könnt. Allerdings werde ich die Taktik am Anfang vom Video immer kurz halten, denn ich habe darüber schon mal ein eigenes Video gemacht. Wenn ihr also die Taktik ausführlich sehen wollt, dann schaut euch das Video an. Ansonsten werde ich euch das immer relativ kurz halten und eben nur kurz und knapp erklären. Grundlage für die Taktik ist auf jeden Fall, dass das Glücksrad wie folgt aussieht. Das Kleidungszeichen muss oben sein, das Auto zwei Spalten links versetzt. Falls das Ganze nicht der Fall ist, wechselt ihr die Lobby, damit das Ganze auch funktioniert, denn sonst klappt es nicht. Die Taktik, die ich benutze, heißt 4 Sekunden Taktik und klappt nicht immer zu 100%, dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen, relativ hoch. Also bei mir klappt es ungefähr jedes zweite oder dritte Mal, dafür gehen wir zum Glücksrad hin. Sobald wir jetzt dann links oben das Zeichen sehen, drücke L zum Drehen, warten wir genau 4 Sekunden ab und bewegen dann den Stick nach unten. Dann müsst ihr sich das Glücksrad zweimal drehen und schließlich auf dem Auto landen. Ich werde euch gleich nach diesem Clip nochmal ganz kurz die Controller-Kamera einblenden, damit ihr seht, wie ich meinen Stick bewege. Achtet jetzt gleich genau auf meinen linken Finger. Falls ihr zu weit auf dem Auto landet oder eben zu kurz, dann müsst ihr das Ganze natürlich anpassen, also entweder ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger den Stick bewegen. Wir haben jetzt den Easy auf jeden Fall gewonnen, haben ihn hier in unserer Garage am Start. Jetzt würde ich mal sagen, steigen wir ein, fahren damit mal zu Los Santos Customs und gucken mal, was wir mit dem Wagen so machen können. Hier sehen wir jetzt den Wagen umgetunt, mal schauen, ob er driften kann. Nein, gut, kann er nicht. Alles klar, naja, egal. Wir fahren auf jeden Fall jetzt in Los Santos Customs rein und gucken mal, was wir hier machen können. Da fährt er auch schon rein, unser Weenie Easy Classic. Also, wenn ich ehrlich bin, konnte mich der Wagen bis jetzt nicht so überzeugen, aber hier habe ich was Lustiges gefunden, denn bei der Motorhaube können wir die Motorhaube einfach rausnehmen, beziehungsweise wir haben ja noch andere, ja, eigentlich ganz außergewöhnliche Möglichkeiten hier mit Motorhauben und wir haben auch komische Spoiler, beziehungsweise komische Sachen, die wir hier aufs Dach packen können, Gepäck, Skier oder was weiß ich, was das alles ist. Ist auf jeden Fall doch einiges zur Auswahl. Das hauptsächlich Besondere am Easy Classic ist ja aber, dass wir auch sozusagen in der Arena-Werkstatt ihn auftunen können. Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal, was wir auf jeden Fall da zur Auswahl haben. Gehen wir also mal auf Arena War, auf aufrüstbare Fahrzeuge kaufen und dann sehen wir hier auch schon den Easy Classic. Das ist auf jeden Fall die Version, die wir haben. Hier gibt es aber noch andere Versionen. Einmal Apokalypse, der sieht dann so aus. Einmal Zukunftsschock, unten drunter haben wir. Und ganz unten haben wir dann noch Vorschau Albtraum. Wir haben auf jeden Fall drei Möglichkeiten. Ich muss sagen, die drei Möglichkeiten sind schon relativ nice. Der Wagen sieht auf jeden Fall außergewöhnlich und äußerst gefährlich, würde ich mal sagen, aus. Um das Ganze zu machen, brauchen wir aber eine Arena War Werkstatt. Die kostet auf jeden Fall einiges. Von daher kann sich das auch nicht jeder leisten, Freunde. Zusammenfassend würde ich aber mal sagen, das Auto ist vor allem etwas für Tuning-Freunde. Das heißt für Leute, die einfach Spaß daran haben, ihre Autos ein bisschen aufzutunen und halt extrem zu verändern. Mein Favorite ist es, wie gesagt, leider nicht, aber es ist trotzdem ein Gratis-Fahrzeug, welches wir gewinnen können und es kostet normalerweise ca. 300.000, also von daher nimmt man es doch trotzdem gerne mit, Freunde. Ja, Freunde, das war's an der Stelle mit dem Video. Ihr könnt mir immer gerne reinschreiben, ob ihr das Casino-Auto schon gewonnen habt, beziehungsweise ob die Taktik bei euch geklappt hat und was ihr generell von dem Easy Classic haltet, ob ihr eher ein Fan davon seid oder ob ihr eher sagt, okay, nee, das Auto brauche ich nicht unbedingt. Ich warte lieber bis nächste Woche ab, bis dann was Neues rauskommt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Falls euch gefallen hat, zeigt mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.